Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute wieder am Dienstag. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen, darunter auch, ich würde sagen, einige interessante Sachen. Deswegen legen wir einfach direkt los. Als erstes habe ich da einen Airbus-Schubhebel von Honeycomb. Das Ganze soll, so wie ich das verstanden habe, eine Erweiterung des bereits bestehenden Schubhebels sein, der irgendwann demnächst herauskommen soll. Wie man auf den Bildern im Hintergrund erkennen kann, featuret das Ganze nicht nur vier Schubhebel, das heißt man kann es mit A340, A380 oder auch einfach nur als A320 Schubhebel benutzen und es featuret ebenfalls Speedbrakes und Flaps und zwar auch die entsprechenden Hebel dazu. Das Statement, was Honeycomb dazu veröffentlicht hat, lautet im englischen Original so. The throttle pack will feature both 2 and 4 engine configuration, with AT disconnect as well as speed brake and flap lure. The flap lure has a functional lock release function. The thrust reversers are also functional, just like in the real Airbus aircraft. Wie gesagt, also Speed Brakes und Flaps, dazu ein Trim Wheel. Wir haben 4 Schubhebel, können aber auch einfach nur 2 benutzen. Es gibt eine Auto Thrust Disconnect Funktion, das ist der rote Knopf an der Seite des Schubhebels, und es gibt Thrust Reverser. Tatsächlich sieht dieser Schubhebel so aus, als handele es sich dabei um eine Nachbildung desjenigen eines A380. Einerseits haben wir 4 Schubhebel mit Disconnect Funktion, die an den Seiten spitz zulaufen, und andererseits haben wir aber nur 2 Reverse Hebel, das heißt also für die beiden inneren Engines. Wie gesagt, kann man das entweder als A320 Schubhebel benutzen oder man kann es als A380 Schubhebel benutzen. Für den A340 müsste man sich also alle 4 Engine Reversers auf jeweils 2 dieser Buttons legen. Das heißt, die beiden linken Reverser auf den linken und die beiden rechten Reverser auf den rechten, sonst funktioniert das nämlich nicht so ganz. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir da irgendwie eine etwas angepasstere Lösung gewünscht. Aber naja, besser so als gar nicht, würde ich mal sagen. Wenn dann auch noch die Schubrasten korrekt umgesetzt sind, würde mich das natürlich umso mehr freuen. Wie gesagt, soll das hier wahrscheinlich eine Erweiterung zum bereits bestehenden Honeycomb Throttle Quadrant sein. Allerdings bin ich mir da nicht so ganz sicher, denn das konnte ich nirgendwo wirklich explizit bestätigt finden. Falls ihr also andere Informationen darüber haben solltet, wäre es super, wenn ihr mir die mitteilen könntet. Das Ganze soll $69,99 kosten, ein Release-Date gibt es bisher aber leider noch nicht. Und wenn wir direkt bei Airbus bleiben, fällt als nächstes ins Auge, dass Tholys seinen Airbus A319 und 321 für Vulkan abgedatet hat. Der A319 ist damit ebenfalls auf den Stand des A321 gebracht worden. Das bedeutet also, dass der A319 jetzt nicht nur das verbesserte Cockpit bekommen hat, sondern ebenfalls diverse Codeverbesserungen, sodass beispielsweise ein Secondary Flight Plan im FMS verfügbar ist, dass der Autopilot eine komplette Überarbeitung mit unter anderem auch einer verbesserten Flight Director Logik bekommen hat, dass APU mittlerweile aktiviert werden kann, selbst wenn die APU nicht läuft und, was ich persönlich ebenfalls ziemlich cool finde, dass man endlich im FMC einfach nur noch die Luftstraßen einzugeben braucht und das FMC die Wegpunkte, die dazwischen liegen, einfach automatisch ergänzt. Das sind alles Funktionen, die es vorher nicht gab, vor allen Dingen das mit den Luftstraßen und dem Secondary Flight Plan war etwas, das ich am Tholys A319 immer schmerzlich vermisst habe. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass diese Features jetzt umgesetzt wurden, sodass der Tholys A319 dem realen Vorbild noch ein Stückchen näher kommt. Wenn ihr Interesse daran haben solltet, den kompletten Changelog einmal selber durchzulesen, dann könnt ihr in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich euch einen Link gepostet, den könnt ihr anklicken und kommt dann auf eine Seite, wo ihr den kompletten Changelog einmal selber durchlesen könnt. Carinado released die Piper PA46 Malibu. Dabei handelt es sich um einen relativ großen, aber einmotorigen Turboprop, der erstmals im November 1979 geflogen ist und sich immer noch in Produktion befindet. Dieser Flieger kann Höhen bis zu 30.000 Fuß erreichen und ist aufgrund seines Turboprop-Triebwerks dabei auch noch ziemlich sparsam. Am ehesten lässt sich die Malibu wahrscheinlich mit der Pilatus PC-12 und der TBM 900 vergleichen. Genau wie die handelt es sich dabei nämlich um einmotorige Turboprop-Flugzeuge, die mit relativ vielen Sitzen relativ hoch und relativ weit fliegen können und dabei auch noch relativ schnell sind. Die Umsetzung von Carinado soll jetzt dem neuesten Stand der Technik entsprechen, so zum Beispiel ein vollfunktionales 3D-Cockpit, F-Mod-Sounds und PBR-Materials enthalten.
Dazu soll das Ganze dann auch noch VR-kompatibel sein, ein komplett neues Engine-Model enthalten und vor allen Dingen bei diversen realen Piloten für seine Authentizität gerühmt worden sein. Was auch immer das genau heißt, bei solchen Angaben wäre ich persönlich immer sehr, sehr vorsichtig. Fakt ist jedenfalls, dass dieses Flugzeug das neue G1000 von Carenado eingebaut hat. Dabei handelt es sich nicht um das X-Plane X1000, sondern um ein Carenado eigenes Gerät. Das kann jetzt tatsächlich auch Procedures fliegen, die Vorgängerversion davon konnte das aus was für Gründen auch immer nämlich nicht, sodass man jetzt SIDs und Stars und angeblich sogar auch Holdings abfliegen kann. Und das in Kombination macht den Flieger voll IFR-tauglich. Carenado hat den Preis der Piper Malibu bei $34.95 angesetzt, was laut derzeitigem Wechselkurs ungefähr 30 Euro entspricht. Bitte beachtet dabei, dass das Ganze aufgrund von Schwankungen des Wechselkurses natürlich Änderungen unterworfen sein kann. Solltet ihr euch jetzt für diese Piper Malibu interessieren und sie kaufen wollen, dann könnt ihr das unter anderem über den Link in der Videobeschreibung tun. Da kommt ihr nämlich auf die Produktseite von Carenado und könnt euch dieses Flugzeug dort noch einmal genauer anschauen und es eventuell sogar kaufen. Die Freeware LED 410 hatten wir schon mal in News, allerdings ist das schon ein bisschen länger her. Ich hatte damals schon erzählt, dass dieses Flugzeug ein wesentlich verbessertes Außenmodell und Innenmodell sowie wesentlich verbesserte Texturen erhalten soll. Dazu sind jetzt allerdings noch weitere Informationen an die Öffentlichkeit gekommen, die unter anderem beinhalten, dass das Flugzeug Wingtanks enthält, Wingtip-Tanks um genauer zu sein, die nochmal zusätzlich 200 Liter Fuel hinzugeben, dazu dann noch ein eigenes Weight-and-Balance-System und ein eigenes Beladungssystem, sodass man dieses Flugzeug, so wie es in der Realität auch ist, custom in jedem Part einzeln beladen können soll. Insgesamt klingt das ziemlich cool und wenn man dann auch noch in Betracht zieht, dass es sich bei diesem Flugzeug ja um Freeware handelt, klingt das noch viel cooler. Ein Release-Date liegt bisher aufgrund der vielen zu erwartenden und noch zu leistenden Arbeit in weiter Ferne. Wenn es da irgendwelche Änderungen geben sollte, dann will der Entwickler uns und demzufolge ich euch natürlich informieren. Und zum Preis lässt sich natürlich nur sagen, dass das Ganze Freeware ist, es wird also kostenlos erhältlich sein. Und wo wir jetzt die Flugzeuge durchhaben, können wir uns den Szenerien widmen. Und da habe ich jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Es geht nämlich um Flytempa Kopenhagen. Die Szenerie gibt es für den P3D schon etwas länger und sie wurde erst kürzlich auf Version 2 geupdatet. Und genau auf diesem Stand, nämlich von Version 2, haben wir jetzt eine Umsetzung von Kopenhagen in X-Plane erhalten. Das finde ich gleich aus zwei Gründen ziemlich cool. Der erste ist, dass es bisher noch gar keine Szenerie für Kopenhagen gab, die wirklich überhaupt in irgendeiner Art und Weise gut war. Es gab bisher irgendwelche Freeware-Szenerien, die waren aber eher Mangelware, finde ich persönlich jedenfalls. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass sich jetzt auch noch ein sehr bekannter und vor allen Dingen sehr guter Payware-Entwickler für Kopenhagen etwas ausgedacht hat. Wir erhalten von Flytempa, die haben einen bemerkenswert guten Ruf und werden dem immer gerecht, eine wirklich, wirklich, wirklich gut aussehende Umsetzung von Kopenhagen. Und weil das natürlich eine Szenerie ist, für die es bisher keine Freeware gab, habe ich mir diese Szenerie direkt geholt. Ihr werdet davon also in nächster Zeit, innerhalb der nächsten zwei Tage, ein Review erhalten. Die Szenerie kostet $31 auf der Flytempa Website. Da kann man sich die also kaufen, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, dann kommt ihr dahin. Der Airport featuret unter anderem angeblich Folgendes. Ich kann euch aber schon verraten, dass das tatsächlich nicht angeblich ist, sondern wirklich stimmt. Nämlich PBR Materials, dass der Airport dem Gelände folgt, das tut er auch wirklich, es gibt 3D-Brücken, animierte Vehikel, das sind zum Beispiel Züge oder Autos, die gibt's auch wirklich, da ist zum Beispiel die Öresundbrücke, die ist mega genial, ob man da drauf rumfahren kann, das weiß ich nicht, mache ich vielleicht im Review, mal gucken. Dann gibt es die Stadt Kopenhagen, die vollständig modelliert ist und auch das ist kein leeres Versprechen, die ist nämlich wirklich vollständig modelliert, das sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Dann gibt es handplatzierte Vegetation sowie Bäume, Büsche und Gras. Und ja, die haben sogar Büsche selbst platziert. Jeder einzelne Baum steht auf seiner Position auf der Autokachel. Und das ist irgendwie schon ein bisschen viel zu viel Sisyphus-Arbeit, aber anyways, das macht die Szenerie nur noch viel besser aussehend. Dazu gibt es dann auch noch 3D-Lighting, ja, das gibt es wirklich, High-Resolution Surrounding Photo Scenery, das heißt also, dass der Boden eine Fototapete bekommen hat, auch die gibt es,
Dann Dynamic Lighting, auch das ist vorhanden, und dazu Sam Jetways und ein Visual Docking Guidance System sowie andere Animationen. Und ja, auch die sind da. Heißt also, das hier sind keine leeren Versprechungen und wir bekommen für die $31, und das darf ich dem Review schon mal vorwegnehmen, das ist wirklich ihr Geld wert, eine wirklich gute Szenerie, die ich persönlich nur weiterempfehlen kann. Wenn ihr also häufiger mal nach Kopenhagen fliegt und dafür bis jetzt immer nach einer Szenerie gesucht habt, das ist eure Szenerie, die braucht ihr. Wie gesagt, da gibt es noch ein Review zu, das kommt vielleicht noch heute, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe, auf jeden Fall aber morgen. Und dann könnt ihr selber mal sehen, wie das Ganze in X-Plane aussieht und was ich davon halte. Allerdings dürfte ja schon durchgeklungen sein, dass das Ganze sein Geld wirklich wert ist. Und wenn ihr in der Videobeschreibung auf den Link klickt, dann könnt ihr die Szenerie direkt von der Flight Temper Website kaufen. Gut, damit haben wir den X-Plane fertig und können zum P3D wechseln. Da haben wir als allererstes eine 737 Classic, die sich in Entwicklung befinden soll. Das Ganze soll vom Entwickler CGN kommen. Und ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Ich musste mich erst einmal informieren und selbst das sagt mir, um ehrlich zu sein, relativ wenig. Dafür bin ich im P3D wohl einfach viel zu selten unterwegs. Naja, jedenfalls soll dieses ganze Teil sämtliche Classic-Varianten umfassen. Dazu gehören die 737, 300, 400 und 500 sowie sämtliche Frachter-Versionen. Dazu auch Convertibles, das heißt also Frachter-Passagier-Zwitter. Winglets sollen ebenfalls enthalten sein, genauso wie ein EFIS-Cockpit, das heißt nicht der alte Uhrenladen, sondern das mit den neuen Digital-Displays, ähnlich denen der 767, dazu PBR-Support für das Innen- und Außenmodell, 4K-Texturen, ein sehr detailliertes 3D-Innen- und Außenmodell und eine komplette Simulation der Flugzeugsysteme. Das heißt also, dass wir hier quasi das Pendant zur IXCG 737-300 nur für den P3D bekommen, mit ein paar mehr Varianten und natürlich in einer etwas neueren Ausführung, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass die IXCG ebenfalls in Kürze abgedatet werden sollte. Ich habe keine Ahnung, ob CGN normalerweise gute Flugzeuge macht. Wie gesagt, diesen Entwickler kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Die Screenshots sehen auf jeden Fall vielversprechend aus. Wenn es weitere Informationen zu diesem Projekt geben sollte, dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Stelle. Ich informiere euch, sobald ich etwas Neues weiß. Und wo wir gerade bei den Flugzeugen sind, sowohl für den P3D als auch für den neuen MSFS, dann seid ihr ebenfalls an der richtigen Stelle, denn Aeroplane Heaven hat eine Concorde angekündigt. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Concorde nicht nur für den P3D V4.5, sondern auch für den MSFS. Finde ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, interessant, denn entweder die entwickeln hier ins Blaue oder sie haben Insights in den neuen Sim bekommen. Denn einfach für irgendeinen Sim zu entwickeln, den man eigentlich gar nicht kennt, halte ich als Entwickler für, sagen wir mal, ein bisschen riskant. Irgendwas dabei gedacht haben werden sie sich auf jeden Fall. Die Ankündigung ist allerdings leider relativ kurz. Da heißt es einfach nur, dass die Concorde für den P3D V4.5, V5 und den MSFS entwickelt werden soll. Und wir haben hier drei Vorschaubilder, die Concorde mit abgesenkter Nase in irgendeinem Hangar zeigen. Das war es dann tatsächlich auch schon. Mehr Informationen darüber, was da genau geplant wird, wie das umgesetzt werden soll, was es kosten wird und vor allen Dingen wann es released werden soll, darüber gibt es derzeit überhaupt keine Infos. Wenn sich das ändert, werdet ihr darüber natürlich informiert. Ich bin mal gespannt, was daraus noch so wird. Und als letztes haben wir dann noch MK Studios Helsinki. Das ist Echo Fox Hotel Kilo, der sich anscheinend derzeit in der Entwicklung befindet. Und auch hier gibt es nur extrem wenige Screenshots und noch viel weniger Informationen. Wir haben drei Bilder und die Information, dass sich diese Szenerie derzeit von MK Studios in Entwicklung befindet. Ja, und das war's. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber anyways, geben wir dem Entwickler seine Zeit, dann wird am Ende bestimmt eine Szenerie dabei herauskommen, die ihr Geld auch wert ist. Bei MK Studios mache ich mir da eher weniger Sorgen. Das Ganze soll auf jeden Fall für P3D V4.5 und für den P3D V5 erhältlich sein. Wenn es dazu weitere Informationen gibt, werdet ihr natürlich von mir darüber informiert. Für dieses Video war es das allerdings auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, sonnigen und warmen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut!